Am 22. Spieltag der Serie A haben sich die AS Rom und der AC Mailand im Spitzenspiel mit 1:1. Dabei glänzte der italienische Nationaltorhüter Gigi Donnarumma mit zahlreichen starken Paraden. Weniger Glück hatte Milans Stadtrivale Inter, die Nerazzurri kassierten gegen Kellerkind Bologna eine bittere 0:1 Pleite. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Auch Meister Juventus Turin ließ Punkte liegen. In einer spektakulären Partie kämpften sich die Gäste aus Parma mehrmals zurück, Gervinho sorgte schließlich in der Nachspielzeit für den 3:3 Ausgleich. Zuvor hatte Verfolger Napoli bereits einen mühelosen 3:0 Heimerfolg gegen Sampdoria Genua eingefahren. AS Rom, AC Mailand 1:1, 0:1, Tore, 0:1, Piatek, 26. 1:1, Zaniolo, 46. Inter Mailand, FC Bologna 0:1, 0:1, Tor, 0:1, Santander, 32. Juventus Turin, Parma 3:3, 1:0, Tore, 1:0, Ronaldo, 36. 2:0, Rugani, 62. 2:1, Barella, 64. 3:1, Ronaldo, 66. 3:2 Gervinho, 74. 3:3 Gervinho, 90. 3 FC Empoli, Chifo Verona, 2:2, 1:2, Tore, 0:1 Giaccarini, 31. 0:2 Stepinski, 45. 1:1:2 Caputo, 45. 2:2 Caputo, 52. SSC Neapel, Sampdoria Genua 3:0, 2:0, Tore, 1:0 Milik, 25. 2:0 Insigne, 26. 3:0 Verdi, 89. Elfmeter, Spal Ferrara FC Turin 0:0 Gelb-Rote Karte, Nicolo, Turin, 65. Udinese Calcio, AC Florenz. 1:1, 0:0, Tore, 1:0 Lassen, 56. 1:1 Fernandes, 65. FC Genua US Sassuolo, 1:1, 1:1, Tore, 0:1 Juricic, 28. 1:1 Sanabria, 41. Frosinone, Lazio Rom, Mo, 19 Uhr, Cagliari Calcio, Atalanta Bergamo, Mo, 21 Uhr.